Ich denke mal, für ihn war Heimat schon die Tschechei, aber um eine Familie zu gründen, brauchte er ja auch eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Und wenn es denn woanders nicht möglich war, dann geht man eben auch woanders hin. Ne? Wo dein Herz ist, wo dein Glück ist. Ich glaube, da wo die Menschen sind, also mit denen man eine Verbindung hat, da ist auch Heimat. Wo ich mich wohlfühle und ich fühle mich wohl hier durch. Meine Heimat ist Bremerhaven. Heimat ist für mich dort, wo Menschen, die ich mag und die mich mögen, leben und arbeiten. Eigentlich beides. Zu Hause und hier zu Hause. Egal in welche Richtung ich fahre immer nach Hause. Also Heimat für mich bedeutet, das sind die Orte, wo meine Familie sich aufhält und wo ich meine Familie besuchen kann. Naja, Heimat, wie ich schon sagte, Heimat ist Baiga. Der Ort hieß Baiga. In Ostpreußen. Ja, und die Kindheit verlebt und das war eben schön. Nicht? Heimat für mich heißt zum Beispiel mein Arbeitsplatz, die Weserfähre. Ich verbinde das ganz stark. Und Heimat ist natürlich auch mein Zuhause und meine Familie. Ja, Heimat verstehe ich so, wo ich mich wohlfühle. Wo mich die Leute verstehen und lieben, wo mich Leute zum Beispiel auch mögen, sozusagen. Also ich denke da direkt an irgendwie dort, wo man sich am wohlsten fühlt. Ja, also ich sehe Heimat einfach eher als da, wo ich hergekommen bin, also da, wo ich geboren bin, also da oder dem Land, wo ich geboren bin. Heimat ist eigentlich für meine Mutter das gewesen, wo der engste Kreis, der Inner Circle sozusagen gewesen ist. Also wo anfangs Oma, Opa, ihre Eltern, Bruder und so weiter gewesen sind. Später dann natürlich ihr Ehemann, wo sie ein Haus gebaut hat, wo sie ihre Kinder bekommen hat, wo der engste Freundeskreis gewesen ist. Also da, wo sie sich wohlgefühlt hat, wo der engste Kreis um sie drumherum war, das war ihre Heimat. Für mich Heimat bedeutet wo man Arbeit hat, wo man akzeptiert wird, so wie der ist, dann ist es Heimat. Also Heimat für mich ist, also wo die Erden sind und dann aber wir haben das auch wir sprechen das auch in China, das, wo man sich wohlfühlt, ist auch Heimat. Und das bedeutet für mich, die Heimat ist eine Erinnerung, die bleibt im Rucksack. Der, wo mein Mann war, das war auch meine Heimat. Und der war auch unsere Tochter. Ja, wo man hat gute Führung, man kann Wurzeln wachsen. Und ich finde das hier. Heimat ist, wo man die Wärme gut, wo man wohlfühlen kann. Heimat ist natürlich für mich immer als erstes die Kindheit. Für ihn ist Heimat Familie gewesen. Also das ist ganz wichtiges Element in seinem Leben. Ich würde sagen Spanien. Da bin ich zur Schule gegangen, ich bin aufgewachsen und da lebe ich heute noch. Diese Stadt bedeutet mir sehr und dieses Land hat mir so viel gegeben. Ja,
irgendwo, wo wir zusammen sind und ja, uns, uns wohlfühlen. Heimat ist ein Gefühl der Wärme, ein Gefühl, kann man eigentlich so gar nicht beschreiben, weil ich kann das nicht so trennen. Ich bin jetzt hier zu Hause, aber meine Heimat ist dort.